Promi-Geflüster heute in München beim ZDF-Pressetag und ich habe den großen Showmaster des ZDFs da. 1,80 Meter. 1,80 Meter, also, ja. Okay. Johannes B. Kammer. Da gibt es größere auch im ZDF. Genau, grüße dich. Ja, hallo. Jetzt so kurz vor Weihnachten zum Jahresende, denkt man eigentlich, es wird eher ein bisschen ruhiger, aber ich glaube, bei dir ist das gar nicht so der Fall, denn du bist jetzt im Dezember Ich habe ein bisschen zu tun, stimmt. Ich habe auch gemerkt, jetzt ist Spekulatius im Supermarkt und die Adventskalender haben rumgestanden. Die gibt es ja schon im September, gleich nach der Sommerpause. So als erster Hinweis darauf, dass da noch ein bisschen Arbeit ist. Mhm. Aber ich mache meinen Job ja gern. Mhm. Und insofern ist das für mich eine schöne Zeit. Okay. Nicht ganz so besinnlich wie für andere Menschen, aber ich freue mich sehr, dass ich die Möglichkeit habe, ein paar Sachen zu machen. Richtig, also es geht ja jetzt im November schon los mit Terra X, mit der Show. Das sind auch 120 Minuten. Was ist da der Inhalt? Terra X ist ja ein riesengroßes Format, ein Wissenschaftsformat, das von der opulenten Bildsprache, von wahnsinnigen Inszenierungen lebt. Und wir versuchen daraus sozusagen eine große Show zu machen, auch mit diesen herausragenden Bildern. Wir haben uns deutsche Schätze vorgenommen, unsere Schätze. Was sind Fundstücke, die uns bis heute beeinflussen, die mit dafür verantwortlich sind, dass wir so sind, wie wir sind, dass wir die sind, die wir sind? Und die ZDF-Redaktion hat da eine Reihe von außergewöhnlichen Fundstücken zusammengesammelt, die ich dann die Ehre habe zu präsentieren. Das sind ganz unterschiedliche Sachen. Da sind die beweglichen Lettern von Johannes Gutenberg dabei, da sind Grimms Märchen dabei, da ist die römische Reitermaske dabei, die im Osnabrücker Land gefunden wurde Anfang der 90er Jahre und die Hinweise darauf gibt, dass vor vielen tausenden Jahren da die Varusschlacht stattgefunden hat. Also ganz, ganz tolle Sachen, Beethovens Neunte, das sind alles Schätze, die für uns besonders sind. Und darum machen wir intelligente Spiele und ich glaube, wir werden da eine ganz gute Zeit haben. Klingt spannend, ne? Genau. Das ist am 20.11. im ZDF. Am 20. wird es ausgestrahlt, genau. Dann ein Herz für Kinder, die große Spendenaktion, auch alle Jahre wieder. Ja, ne? Das ist für mich so ein bisschen Beginn der Adventszeit. Für viele Fernsehzuschauerinnen und Fernsehzuschauer gehört das auch zum Advent dazu. Ja. Sich zu versammeln mit der ganzen Familie, das ist ja wirklich eine Show für Jung und Alt oder für Menschen von Jung bis Alt, die kann man zusammen gucken, da können Mama und Papa gucken, da können die Enkelkinder und die Omas und Opas gucken. Ich weiß von vielen Deutschen, die das im Ausland schauen. Als ich selbst mal am Telefonpanel gesessen habe, hatte ich einen Anrufer dran, der rief aus Saudi-Arabien an. Wahnsinn. Ja, da war es dann schon nachts um drei. Okay. Und er sagte, das ist für mich jedes Jahr, ich bin hier als Ingenieur, jedes Jahr was ganz Besonderes, ein Stück Heimat, ein Stück Besinnlichkeit, ein Stück Advent und das ist ein Herz für Kinder. Das ist 2,5-3 Stunden lang der wirkliche Beleg dafür, dass wir zusammen stärker sind als alleine. Keiner alleine oder die wenigsten alleine könnten so eine Summe aufbringen. Okay. Aber wir alle zusammen, Künstlerinnen und Künstler, Sportler, Prominente aus allen Bereichen des öffentlichen Lebens, dann die Power des Axel Springer Verlages und des ZDF dahinter. Genau. Wir gemeinsam können da Großes schaffen und das vermittelt mir auch ein gutes Gefühl, dass ich ein Teil dieses Produktionsteams sein darf. Das hat ja damals Dieter Thomas Heck, glaube ich, ins Leben gerufen, gell? Na, sag mal, ein Herz für Kinder hat Axel Springer ins Leben gerufen. Ja, aber es war Dieter Thomas Heck, durch den bin Titel, sicher, dass er es mal moderiert hat. Durch den Titel mit Andrea Jürgens war dann damals die Beziehung. Ah, okay, ja. Das ist die Historie im Fernsehen. Ja. Thomas Gottschalk hat es viele Jahre moderiert. Richtig, genau. Auch mein lieber Kollege Jörg Pilawa hat es moderiert. Und ich mache es auch gerne jetzt seit einigen Jahren schon. Das ist eine Art und Weise, etwas fernsehmäßig auch zurückzugeben. Ich liebe das. Ich liebe es auch, dass meine Kinder das lieben. Also das ist bei uns auch ein Familienthema. So, welche Summe habt ihr denn dann letztes Jahr eingespielt? Ja, also das waren um und bei 18 Millionen, aber ich leide nicht an dieser Rekorderitis, sondern auch 16 Millionen sind wahnsinnig viel Geld. Und die Sendung lebt wirklich davon, dass die Omi, die nicht viel Rente hat, 3 Euro gibt oder 5. Ja. Und dass ein Millionär, der sagt, ich kann 100.000 erübrigen, das ist alles wertvoll. Und dieses Ein Herz für Kinder ist eine Sendung, die einem für ein paar Stunden das Gefühl gibt, dass wir zusammen wirklich stärker sind als jeder alleine. Und die uns auch ein Gefühl von Zusammengehörigkeit gibt. Ich meine es auch durchaus in einem gesamtgesellschaftlichen Sinne, dass uns manchmal abhanden gekommen ist. Aber dieses, wer sind wir? Warum sind wir zusammen? Was macht uns aus? Und das kann man da leben und erleben. Und insofern ist das für mich eine besondere Sendung. Ja. Welche Projekte werden nochmal unterstützt? Ja, also bei Ein Herz für Kinder geht es, wie der Name schon sagt, um Kinder. Um Kinder in Deutschland, um Kinder in Europa, um Kinder in aller Welt. Und das Geld geht dorthin, wo es am nötigsten gebraucht wird. Das ist wirklich ein vielfältiges Engagement. Das können Brunnen sein in Afrika, das kann eine Kinderkrebsstation in Deutschland sein oder ein Hospiz irgendwo in Europa.
Entscheidend ist, dass jeder Cent, der gespendet wird, eins zu eins für den guten Zweck verwendet wird, weil alle Verwaltungskosten, die so eine Organisation immer hat, werden vom Axel Springer Verlag gedeckt. Das ist eine große jährliche Spende, die Friede Springer praktisch selbst veranlasst, gemeinsam mit Matthias Döpfner und mit all denen, die dort tätig sind. Das ist ein Rieseninvest. Und das versetzt mich in die Situation, dass ich sage, egal, ob Sie 1 Euro, wenn Sie 1 Euro geben, geht 1 Euro für den guten Zweck. Ja, wenn Sie Millionen geben, 1 Million. Sehr gut. Kein sehr Wasserkopf, keiner, der finanziert werden muss. Dann kommen wir zur nächsten Sendung, die es im Dezember noch gibt. Kurz vor Weihnachten, 21.12. Die große Quiz Champions Show, oder die Quiz Champions, ja, genau. Da ist ein Quiz Champion, das ist einfach ein wunderschönes Format, in dem wahnsinnig wissende Menschen zusammenkommen und sich einer herausragenden Prüfung stellen. Nämlich nicht nur, dass sie gegen 5 prominente Experten spielen, sondern in deren Wissensgebiet. Mhm. Also ich sag mal, Ulrich Wickert im Bereich Zeitgeschehen zu schlagen, ist einfach mal ein Pfund. Ja, ja. Und dann hat man erst ein Duell geschafft, man muss 5 schaffen. Also es ist besonders, das ist eine sehr lebhafte und lebendige Sendung. Mhm. Und für mich das Schönste, es bleibt für mich da auch immer spannend, ich lerne dazu. Mhm. Ich gehe aus jeder Sendung klüger raus, als ich reingegangen bin. Mhm. Und das gilt für jeden Zuschauer genauso. Die Fragen weißt du vorher, weißt du darüber Bescheid? Die Antworten, sagen wir mal so. Ja, ich lese die Fragen vorher. Mhm. Und zwar deshalb, weil ich einfach ungern mich bei irgendwelchen Namen oder so versprechen möchte. Ja, manchmal geht es ja um US-Schauspieler, die ich gar nicht kenne. Und dann frage ich, wie wird denn der ausgesprochen? Matthew McConaughey, ho, hey, ho. Ja, also das muss man dann einmal wissen. Logisch. Vorher, bei dem wusste ich es, aber das muss man einmal wissen. Insofern lese ich die Fragen. Ja, 90% der Fragen lese ich vorher. Die Sendung ist aufgezeichnet oder live? Die Sendung ist aufgezeichnet. Mhm. Das hat einfach mit dem Format zu tun. Ja. Aber sie ist wie live. Mhm. Es ist das Fernseherlebnis an diesem Tag, 20.15 Uhr. Genau. Und wir hoffen, dass wir da im Show-Vielkampf, da sind ja andere Shows auch, bestehen können. Mhm. Aber diese Quiz-Champion-Sendung haben ein sehr treues Publikum. Mhm. Weil das, was ich eben über die Sendung gesagt habe, das gilt für die Zuschauer gleichermaßen. Mhm. Und wir sind froh, dass wir da so einen doch veritablen Freundeskreis haben. Kann man da mal ein bisschen über Gleiten, Pech und Pannen reden? Ja. In der Sendung. Ist da irgendwie schon mal was Spezielles? Alle Nase lang passiert da irgendwas. Ja. Zum Glück noch keine großen Unfälle. Mhm. Dadurch, dass es eine Aufzeichnung ist, werden viele Dinge auch bereinigt. Neulich habe ich Bulli Herbig mal, der sagte dann, der wollte mir die Schuld geben daran, dass so viele Kandidaten gescheitert sind. Mhm. Dann habe ich gesagt, du, wenn es am Moderator liegt, kein Problem, dann komm du. Dann ist er nach vorne gegangen und hat sozusagen mal 10 Minuten durch die Sendung geführt. Und ich habe mich zu Unrecht auf seinen Expertenplatz gesetzt. Sowas passiert schon mal. Sowas kommt da mal vor. Okay. Es gibt auch Kandidaten, in die man sich verliebt und die dann ganz früh ausscheiden. Dann denkt man, wie schade ist das denn? Aber das ist das Spiel, es ist das härteste Quiz Deutschlands und die Regeln gelten für jeden. Und wenn da einer ausscheidet, ist das ja eine gute Nachricht für die, die hinter der Bühne warten und spielen wollen. Und dann zu guter Letzt erstmal, also weiß noch vor Weihnachten ist oder an Weihnachten, am 24.12., das Gespräch mit dem Bundespräsidenten. Das ist ja nicht nur ein Gespräch, sondern ein festliches Konzert. Das ist eine sehr besinnliche Stunde, die wir diesmal im saarländischen St. Ingbert verbringen, in einer Kirche dort. Das ist ein ruhiger Moment, da gibt es klassische Musik, auch populäre Musik. Frank-Walter Steinmeier liest die Weihnachtsgeschichte. Natürlich blicken wir auch auf das Jahr zurück, das ist ja auch wieder ein bewegtes und besonderes Jahr. Es ist eine Mischung aus kurzen Gesprächen und Besinnlichkeit bis hin zur Nachdenklichkeit und schöner Musik. Das ist ein sehr ruhiges Format, aber auch sowas muss es geben und auch sowas mache ich gern. Auch auf sowas muss man sich einlassen, aber es ist eine runde Stunde. Okay. Ich habe für jeden Verständnis, der um 18 Uhr was anderes macht, weil er mit der Familie am Baum ist, aber vielleicht auch für die Menschen, die niemanden haben, mit dem sie sozusagen dieses Gefühl teilen, möge das eine schöne Beschäftigung sein. Wenn du gerade sagtest, besinnliche Stunde, zurückblicken aufs Jahr, was waren für dich emotionale Momente im Jahr 2019? Ich habe mir so eine Tradition, das ist jetzt fast privat, aber soweit kann ich mich da öffnen, eine Tradition angewöhnt, dass ich an der deutschen Nordsee, wo ich Urlaub mache, einmal im Jahr ein paar Freunde einlade und ich nenne das immer den langen Tisch und dann mit meiner Freundin gemeinsam, meine Kinder sind da, auch die Mutter meiner Kinder natürlich, eine Reihe von engen, guten Freunden und da verleben wir einen Tag im Garten, der dann in einen Abend reinmündet. Und das haben wir in diesem Jahr wieder gemacht. Und das ist für mich eine wunderschöne Erinnerung, dass wir auch dieses Jahr, ich glaube, das fing so um 5 an und ging bis weit in die Nacht. Okay. Die Kinder spielen im Garten. Und das ist für mich sozusagen ein ganz heiles Bild, an das ich mich total gerne erinnere. Gibt es so ein Bild dann auch zu Heiligabend? Ja, wir sind natürlich alle zusammen, Heiligabend auch.
Ich bin jetzt nicht so der große Weihnachtsfan, aber für die Kinder mache ich das alles gerne und wir haben da sehr viel Spaß miteinander. Wir sind bei meiner Schwiegermutter oder Ex-Schwiegermutter, müsste man jetzt sagen, aber wir sind da alle zusammen. Das ist für die Kinder einfach ein Ritual, das wird nicht aufhören. Und dann geht es natürlich schon wieder langsam Richtung 2020. Richtig, ja, ja. Großes Finale in Berlin. Also, dann habe ich das Himmelchen neben mir. Auf der Partymeile. Ja, genau. Wen hat man denn dieses Jahr so? Ich habe ja Andrea Kiebel neben mir, das ist ja aufregend genug. Die ist schon mal ganz das ist aufregend genug. Ein Engel neben dir sozusagen. Ja, immer besser. Ja. Immer besser, einen Engel neben mir zu haben. Aber das ist auf ja welche kein, musikalischen Gäste darf man das sich freuen? Ist ja kein Jahresrückblick, sondern das ist einfach, das ist Party pur. Wir haben da eine Reihe von ganz großen, auch internationalen Acts dabei. Es gibt deutsche Musik. Ich kann jetzt die Liste nicht runterrattern, aber ich weiß, dass die ZDF-Kolleginnen und Kollegen da ein echt super Programm zusammenstellen und wir am Brandenburger Tor eine gute Zeit haben. Da ist ja keine Gefahr, dass man einsam ist, weil wir feiern dieses Silvester ja mit 500.000, 600.000 anderen Menschen und haben da einfach eine Riesenparty. Jetzt ist natürlich eine Frage noch, also der Umwelt zuliebe soll man eigentlich eher aufs große Feuerwerk verzichten, aber ich glaube, in Berlin am Brandenburger Tor geht es ja gar nicht ohne. Ich weiß, oder? Dass in den letzten Jahren zunehmend diese Diskussion aufgekommen ist. Ich kann der auch was abgewinnen. Und ich würde sagen, wenn man das Erlebnis haben will, Feuerwerk, dann gar nicht zu Hause rumballern, sondern einfach im ZDF das Feuerwerk anschauen. Genau, da gibt es auch noch gute Musik dazu, das versprochen. Wir verpassen nicht 0 Uhr. Also die Eckdaten stimmen. Ja. Wie gesagt, gute Musik, ein schönes Feuerwerk. Und das ist im Fernsehen mindestens so wertvoll wie der Gestank, den man zu Hause hat. Wir haben schon das Zeichen bekommen. Es geht, glaube ich, schon gleich weiter. Ich habe noch kein Zeichen. War schon immer da. Oh, die Tür ging schon auf. Die Tür ging schon auf, genau. Vielleicht kommt jemand Interessanteres durch die Tür. Das ist abschließend noch ganz kurz fürs Jahr 2000. Immer wenn einer sagt, abschließende Frage, dann kommen noch drei Fragen. Ja. Das ist so die, Faustregel. Genau. Nee, aber jetzt definitiv fürs Jahr 2020. Was nimmst du davor? Gibt's so ganz Rituale? Persönlich, mit den lieben Menschen in meinem Umfeld, meinen Liebsten, weiterhin guten, ehrlichen, aufrichtigen Kontakt zu halten. Für mich persönlich, dass ich mein Gewicht halte. Sehr gut. In diesem Sinne sage ich herzlichen Dank. Danke auch. Wünsche alles Gute. Mach's gut. Bis danke dir zur nächsten Aufzeichnung oder Sendung, wie auch immer, wo wir uns begegnen. Ich habe nichts dagegen. Kann ich nicht einfach gleich sitzen bleiben? Das war ganz angenehm. Von mir aus, gerne. Okay, danke sehr. Super. Ja.